4 von Let's Play Yo-Kai Watch. Es geht weiter, wir sind hier hinter der Fischbude und sollen das Foto von Amy, Chibanyas, altes Frauchen, quasi zurückholen. Und hier gibt es erstmal eine Miesmücke. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir die down kriegen, die Jungs. Ja, Vinzicado mal weg, der hat ein bisschen... Kann ich dem so auch geben eigentlich? Obwohl der nicht dran ist? Anscheinend, wenn ich jetzt zurückgehe. Jo, ist er wieder geheilt. Okidoki. Ich wollte mal gucken, was Nix da zum Beispiel für ein Ulti-Seel hat. Den wir uns im letzten Part gefangen haben. Wobei, gefangen stimmt ja nicht. Wir haben uns angefreundet. Klingt doch viel sympathischer, was? So. Endstation! Abwehr gestärkt. Wird wahrscheinlich anvisiert. Ist es alles? Ist ja ein bisschen sehr schwach. Versuchen wir mal ein bisschen herauszufinden, was die einzelnen Ulti-Seelzen genau sind. Ich werde sie mir einprägen und dann weiß ich besser Bescheid. Kopfnussknall zum Beispiel ist eine gute Sache. So. Komm, kriegt ihr kaputt, oder? Muss ich mal ein Ulti-Seel machen. Anscheinend. Alter. Bum, 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 bum. Da geht's natürlich zu dem Zeitpunkt mal wieder kaputt, wenn ich den Ulti-Seel fertig habe. Aber okay. Muss ich vielleicht mich auch noch reinfinden, den passenden Zeitpunkt, das Timing rauszufinden und so. Levelaufstieg. Sehr gut. Fluchthelferlein. Interessant. Miesmücke nähert sich dir. Gegen dich kann ich nicht gewinnen, also lass uns Freunde sein. Ja, warum nicht, oder? Bitteschön, Miesmücke im Team. Gute Sache, gute Sache. So will ich das sehen. Wir haben eine Miesmücke. Voll mies. Toller Name übrigens auch. Like that. Was ist das hier? Ein Item oder ein Yokai? Kleine Kugel. Mhm. Und du bist? Hey, da ist ja das Foto. Was seid ihr für schräge Heinis? Du hast Chibanyans Foto. Wir sind hier, um es zurückzuholen. Das kleine Miezekätzchen hat sich also ein paar taffe Freunde besorgt, hä? Hör mal, gib mir doch einfach das Foto, ja? Es ist ihm wirklich wichtig. Das Foto gebe ich nicht her. Kapiert? Du musst schon kämpfen. Mach dich bereit, Let's Play Markus. Gut, den hauen wir in die Pfanne, oder? Wir sind jetzt schon zu sechst mit der Miesmücke. Jamsel geht's nicht gut. Er ist down übrigens auch, ne? Mal sehen, was die kann. Ja, er hat nicht gereicht, aber egal. Gucken wir mal jetzt. Böse Bazillen! Ist das sowas wie Vergiftung? Abwehr des Gegners ist geschwächt und hat auch Schaden gemacht. Okay. Sind es immer dieselben, ich sag mal, Minispiele, Mikrospiele, die man ausführen muss, um Attacken zu machen? Das Nachmalen, das Antippen und das Drehen? Mehr nicht? Das geht ab wie ein Zäpfchen hier. Alle down, Mann! Alle down! So will ich das sehen. Ja, ich glaube, die Miesmücke ist gar nicht so übel. Na denn? Na denn? Ihr Idioten, genau diese Dinge machen mich zum Rabauken. Es ist eure Schuld. Erhalten Foto von Amy Rose. Oder Amy Winehouse, könnt ihr euch aussuchen. Machen ihn zum Rabauken? Ist er das nicht längst? Er riecht auch so. Oder ist das das viele Haarspray? Ich glaube nicht, dass er noch schlimmer werden kann, als er schon ist. Egal, lass uns dieses Foto von Amy zu Chibanyan zurückbringen. Hört sich gut an. Okay, wenn wir hier fertig sind, ne? Halt, ich habe gesehen, was du getan hast. Ja, was meinen Sie? Du hast gerade einen gesuchten Yokai erledigt. Einen der meistgesuchten. Ein gesuchter Yokai? Heißt das, Sie können Yokai auch sehen? Natürlich kann ich das. Ich laufe nicht hier herum, um Luft zu verhaften. Rebelzebub wurde wegen unordentlicher Schmalzlacke gesucht. Ich finde nicht, dass...
Ich finde nicht, dass sein Haar unordentlich war. Ich mochte es irgendwie. Ja, deinem Haar nachzuurteilen könntest du auch ein Rabauke sein. Interessant. Schon mal drüber nachgedacht, verdeckt zu ermitteln? Gut, das steht also fest. Ich ernenne dich hier offiziell zum Yokai-Ermittler. Bekomme ich auch so einen Hut wie sie? Auf keinen Fall. Aber du hast das Vergnügen, die Straßen von Yo-Verbrechern zu säubern. Ich sehe die Flamme der Gerechtigkeit in deinen Augen. Du machst es also? Ja, vielleicht. Natürlich machen wir es. Es ist uns eine Ehre. Ich kann es nicht erwarten zu helfen. Ah, der Erlan der Jugend. Du klingst wie ich, als ich noch Hoffnung hatte. Vergiss nicht, der Frieden dieser Stadt liegt nun in deinen jungen Händen. Wenn du mich brauchst, ich ermittle in der Nähe der Postfiliale Schäfer. Wenn Yokai ein Verbrechen begangen haben, nennt man sie Yo-Verbrecher. Yo-Verbrecher. Lass uns böse Yokai nicht entwischen. Wenn du Verdächtige siehst, fange sie. Fange sie dreimal, um ein Teil des geheimen Passworts zu erhalten. Achte darauf, ob es sich um einen Groß- oder kleinen Buchstaben handelt. Teile Notizen unbedingt mit Freunden, um die Passwörter zu vervollständigen. Benutze ein Passwort am zweiten Postfilialschalter in Lenzhausen-Neudorf. Frag Kommissar Klappnich, bis wann du ihm bestimmte Verbrecher liefern musst. Das war jetzt ein bisschen sehr viel Input. Ich gehe erstmal zurück. Steht Chibanyan immer noch an der Kreuzung da, wo wir ihn aufgegabelt haben? Im letzten Part? Anscheinend, ja. Ich glaube, das gehört dir. Überreicht Foto von Amy. Ich glaube es nicht. Wie hast du das angestellt? Nun, Diebstahl ist nicht in Ordnung. Vor allem bei etwas so Wichtigem. Danke. Das bedeutet mir so viel. Aber ich konnte es nicht selbst zurückbringen. Ich bin einfach... Du bist nicht erbärmlich, okay? Also Schwamm drüber oder so ähnlich. Ich finde dich sogar richtig toll. Ich meine, du kämpfst für ein Mädchen. Gegen Laster. Das würde mir im Leben nicht einfallen. Danke, Let's Play Markus. Auch vielen, vielen Dank. Mach nur weiter so, Chibanyan. Ich werde dich anfeuern. Danke nochmal. Eines Tages werde ich einen Laster besiegen. Ich weiß es. Wenn du das sagst... Übrigens, wir sind jetzt Freunde. Ich werde dich nicht enttäuschen. Du hast dich mit Chibanyan angefreundet. Mann, bin gerade beschäftigt. Diese Stimme. Chibanyan einen Namen geben? Nö. Alles cool. Na dann. Tsching. Du hast die Yokai-Medaille für Chibanyan erhalten. Was ist hier bloß los, ja? Eins der Siegel im Yokai-Medaillium wurde aktiviert. Du kannst dir diese Medaille in deinem Yokai-Medaillium ansehen. Da ist schon wieder diese starke Aura von vorhin. Das ist vielversprechend. Scheint, als könne man sich auf meinen Instinkt verlassen. Diese Laster sollten sich vorsehen. Eines Tages würde sie besiegen. Okay, Let's Play Markus, lass uns zurückgehen und gegen Christine kämpfen. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Alles klar. Nun, wo wir kräftige Freunde haben, fühle ich mich etwas stärker. Ja, das kannst du mal laut sagen, ne? Das kannst du mal laut sagen. Deine 6 ausgewählten Medaillen bestimmen deine Yokai-Mitkämpfer. Geht es um Aukai im Immerdar-Markt, um deine Yokai-Medaillen zu wechseln. Du kannst sie auch zu Hause in deinem Zimmer im Yokai-Medaillium wechseln. Sobald du einige Medaillen hast, kannst du über die Platzierung nachdenken. Wähle im Menü Medaillen aus, um ihre Reihenfolge zu verändern. Yokai vom selben Stamm nebeneinander bringen dir Vorteile im Kampf ein. Das nennt man eine Einheit. 2 Einheiten mit 3 Yokai sind stärker als mit 2. Einheit ist wichtig, um Yokai mit deinem Kampf, vor deinem Kampf zu platzieren. Aha. Der redet immer von Aukai, aber ich habe keine Ahnung, wo und wie und was ich hin muss. Ich würde natürlich sehr gerne Chibanyan ins Team nehmen. Er hat gesagt, das geht auch von zu Hause im Zimmer aus. Geht das so nicht? Ich guck mal ganz kurz. Medaillen zwar zur Hand gesammelt. 226 gibt's. Ordnen. Ich kann die ordnen, aber nicht tauschen, wie es scheint. Ach, wie immer, wenn ihr da Tipps wisst, was jetzt im Moment vielleicht noch unwahrscheinlich ist, aber auch für den späteren Verlauf, wenn ihr irgendwas rausgefunden habt, schreibt es immer ruhig in die Kommis und bin für jede Hilfe dankbar. So. Dann... zur Hand. Ordnen, zurück. Was ist denn wechseln? Ja, ich würde jetzt schon erstmal den Nix da raustun, weil er nur Abwehr bringt. Und Chibanyan nach vorne hin. Na gut. Ja, du bist aber eine gute Sache. Die Miesmücke war auch nicht schlecht.
Tusch die hier hin. So! Hab ich doch, ne? Kann ich jetzt runtergehen und gegen die kämpfen? Oh oh. Fräulein Tristine. Ich nehme an, du hast nicht vor, bald zu verschwinden, oder? Weil, naja, du musst. Oh nein, 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 mein Schätzchen. Danach steht mir nicht der Sinn. Ich bin von diesem Ort sehr angetan. Und deine Eltern sind so unterhaltsam. Wie erwartet, wir müssen an deinen Verhandlungskünsten arbeiten. Zeit anzugreifen, ruf Chibanya an. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Chibanyan! Yokai-Medaille aktiviert! Wir rufen Charmanta! Jetzt wird's interessanter, denn jetzt kommt Charmanta! Ja! Sorg dafür, dass die Decke nächstes Mal... Chibanyan, bist du in Ordnung? Wie die Eltern einfach nichts mitkriegen hier. Ja, groß. Ja, großartig. Kann ich sagen, ob ich Schmerzen habe, bin ich voll da. Lassen wir Chibanyan gegen Justine antreten. Bist du bereit? Ja, ich will diesem klecksigen lila Klecks schon zeigen. Deine Worte verletzen mich. Gut, dass ich meine Wunden nicht sehen kann. Oh, ho, ho, es wird hart. Tristine will kämpfen. Manche Yokai beseelen deinen Yokai und setzen ihn hart zu. Wenn ein Yokai beseelt ist, kann er nicht wie gewöhnlich weiterkämpfen. Dreh das Yokai-Rad und nimm den beseelten Yokai aus dem Kampf. Reinige ihn. Kontrolliere den Kampf, indem du zur richtigen Zeit reinigst. Bist du erfolgreich, erholt sich der Yokai und kann Erfahrungspunkte sammeln. Aha, da steht Reinigen unten links, ich seh's. Dann reinige ich ihn. Klopfen. Ich klopfe auf den unteren Bildschirm. Gereinigt. Oh Mann, ey. Bin nur damit beschäftigt, die Seelen zu reinigen. So. Unfassbar. Wischen? Es geht ja also nur ums Reinigen die ganze Zeit. Mach doch mal einen Ulti-Seel. Irgendeiner, komm. Chibanyan, zeig, was du kannst. Huh, ziemlich hektisch. Alter. Wenigstens hier andere Mikrogames, finde ich auch sehr nice. Kriegen wir Tristine kaputt? Spannend ist es. Damn. Ich verstehe nur damn. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Gegen den bringen Bazillen wahrscheinlich auch nicht so viel. So. Den würde ich gerne nochmal angreifen. Ah, ist das mies. Gut. Kniffligster Kampf bislang. Ich weiß auch nicht, wie viel der noch übrig hat. Der Energieleiste hätte mir auch ganz gut getan. Dem Gegner allgemein. So, los, los. Wir haben ihn besiegt. Nice Angelegenheit. Fast jeder kriegt ein Level-Up, außer Chibanyan, der es am meisten verdient hätte irgendwie.
Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ach du meine, ich hab eure Gastfreundschaft überstrapaziert. Wow, das war nicht einfach. Da kommt noch ein Yokai. Wer es ist, sehen wir im nächsten Part, also schaltet wieder ein. Oh mein Gott, was ist hier bloß los? Okay, Daumen hoch oder Daumen runter, Yokai Watch wird immer bunter. Bis dann und ciao!